In dem Video heute lernst du einer der größten Fehler in der Hundeerziehung. Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist André, ich bin zertifizierter Hundetrainer und Verhaltensberater und von der Online-Hundeschule deine-hundeschule.com. Das ist mein Hund Monsieur und heute geht es um das Thema einer der größten Fehler in der Hundeerziehung. Im Laufe der Jahre hat sich ein riesengroßer Fehler extrem herauskristallisiert und zwar ist es genau der, ich komme direkt zum Punkt, dass die Wiederholungsrate im Hundetraining massiv unterschätzt wird. Das heißt, die Leute fangen an mit dem Hund zu trainieren, die trainieren Sitz, Platz, hier und so weiter, die machen das ein paar Monate. Beziehungsweise manche machen das nur ein paar Tage, manche machen das ein paar Wochen. Die kommen aber unterm Strich, die Masse kommt maximal pro Signal auf geschätzte 100 bis 200 Wiederholungen, wenn sie vernünftig trainieren. Das heißt wirklich, sich das gezielt vornehmen, mit Belohnungen arbeiten und so weiter und so fort. Ich meine nicht die 100 Mal, wo sie draußen rufen und der Hund mal kommt und mal nicht, sondern wirklich ganz gezielt trainieren, vielleicht sogar nach Trainingsplan. Und da dann viel, viel zu früh aufhören, weiter zu trainieren, weil man wird nie ein stabiles, zuverlässiges Ergebnis erreichen, wenn man nicht die nötigen Wiederholungen im Hundetraining erreicht hat. Erstmal im Grundtraining und dann im Aufbautraining unter Ablenkung. So funktioniert das bei den Hunden. Die lernen kontextabhängig und das ist im Prinzip ein Schlüssel zum Erfolg oder zum Scheitern, wenn man es nicht weiß. Weil wenn man mit dem Hund einfach ein paar Mal Sitzplatz hier übt, mehr oder weniger an der gleichen Stelle oder mal ein bisschen woanders, dann ist das Ganze sehr unzuverlässig. Das heißt, die Umgebung muss sich sehr, sehr häufig ändern für jedes Signal und es muss sich jedes Mal lohnen für den Hund, das Signal erfolgreich auszuführen, bis man eine gewisse Anzahl erreicht hat. Und die liegt bei 3000 bis 6000 Wiederholungen. Dann kann man anfangen, die Belohnung langsam zu reduzieren. Das heißt, ein ebenso häufiger Fehler, der häufig bei der Hundeerziehung gemacht wird, und zwar, dass man zu früh die Belohnung abbaut. Und das hängt so ein bisschen zusammen. Das heißt, man trainiert vielleicht 100, 150 Mal ganz gezielt. Am Anfang ist man motiviert. Man nutzt Belohnung und dann hört man auf damit. Das heißt, man trainiert nicht mehr gezielt und man benutzt die Belohnung nicht mehr. Und dann ist das Ganze zum Scheitern verurteilt. Wenn ihr Hilfe bei der Erziehung eures Hundes braucht, schaut gerne in meiner Online-Hundeschule auf www.deine-hundeschule.com vorbei. Da findet ihr Trainingspläne zu den einzelnen Kursen und damit kommt ihr auch auf die nötige Wiederholungszahl. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Für mehr Videos von uns, abonniert den Kanal. Jetzt kommen noch eure Instagram-Bilder der vergangenen Woche. Wenn ihr mit dabei sein möchtet, setzt einfach unter eure Instagram-Bilder den Hashtag #DeineHundeschule. So finde ich die und lade ihn in einer der nächsten Videos mit hoch. Dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und liebe Grüße. Tschüss, euer André und Monsieur. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.